Alles klar. War hier. So, jetzt sind noch zwei Goblins. Aber doch kein Ogre in Sicht. Diesen Bereich des Lagers hätten wir unter Kontrolle. Ihr habt tapfer gekämpft, das muss man euch schon lassen. Ankoron hat ebenfalls außergewöhnliches Kampfgeschick bewiesen. Auf jeden Fall sollte er... Wo steckt er eigentlich? Habt ihr das gesehen? Sieht fast so aus, als stecke er in ernsten Schwierigkeiten. Ich und meine Männer durchsuchen die Zelte nach verbliebenen Goblins, um euch den Rücken freizuhalten. So kommt ihr vielleicht noch rechtzeitig, um Ankoron zur Seite zu stehen. Ja, erst ein Balsam. Am besten ein doppeltes Balsam. So, jetzt müssen wir nämlich Ogre verkloppen. Ich versuche mein Bestes. Sanya. Erst versuchen wir mal die Kleinen ganz schnell mit Wunden Platz zu kriegen. Ja. So, einer ist down. Mein Atem geht ruhig. Lass dich treiben. Aufgepasst. Ei, Gorkai. Alles klar. Das bin ich, die Konzeption. Sprich, Freund. Eine Heilung wäre mal nicht schlecht. Okay, der Ogre will jetzt so recht Wunden kriegen. Ja. Jetzt wird nur noch dieser Ogre Anführer da oben. Ich versuche mein Bestes. Bei Angriff. Okay, er kriegt auf jeden Fall, er kann auf jeden Fall Wunden kriegen, was gut ist. Aufgepasst. Eine Wunde noch und der ist weg. Gut. Ruhm und Ehre für Talon. Die Oger sind geschlagen. Ich werde umgehend nach Talon zurückkehren und Bürgermeister Stipwitz berichten. Auch wenn ich keine Anerkennung von ihm zu erwarten habe, so schuldet er euch zumindest eine angemessene Belohnung. Seht, Ankoron scheint wieder zu sich zu kommen. Scheinbar kamt ihr noch gerade recht, um ihm das Leben zu retten. Ihr habt mein Leben gerettet. Fraglich, wie ihr darauf kamt, dass dies eine gute Idee wäre. Naja, wir werden sehen. Wie es auch sei, diese blutrünstigen Scheusale sind vernichtet. Allein das ist wichtig. Ankoron,
Ihr habt heute nicht nur eure Sippe gerecht, sondern auch die Bürger Talons vor großem Übel bewahrt. Auch das soll der Bürgermeister erfahren. Ich wünsche euch noch viel Glück auf euren Wegen. Auf bald. Männer, es geht zurück nach Talon. Es ist vollbracht. Meine Sippe ist gerecht. Ja. Und Akkor und Falkkralle, habt ihr eure Genugtuung gefunden, jetzt wo ihr am Ziel seid? Ich weiß es nicht. Meine Sippe war alles, was ich hatte. Solange dieser Abschaum noch lebte, hatte ich zumindest eine Aufgabe. Aber jetzt, da die Gräueltaten an meiner Sippe gesühnt sind, ist mein Leben vollends ohne Sinn. Dann schließt euch mir an, Akkor, und erfüllt euer Dasein mit neuem Sinn und folgt mir auf dem Pfad des Hesinde-Orakels. Eure Götter sind mir gleich. Solange sie sich euch genügend Unheut und Monster in den Weg stellen, die es zu bekämpfen geht, stehe ich an eurer Seite. Wenn ihr euch mir wirklich anschließen wollt, reist nach Ferdok und wartet dort in meinem Haus auf meine Rückkehr. Mein Hausverwalter wird euch einlassen. Nach Ferdok? Nun gut, ich werde dort auf euch warten. Hey, Gladys hat auch 12 erreicht. Und wir haben die Plünderer abgeschlossen. Könnten uns jetzt eigentlich auf dem Weg weitermachen oder erstmal ein Punkt in Armbrust. Bogen können wir nicht mehr höher. Für sie brauchen wir eh die Punkte. Erst einmal. Fürs letzte Ausweichen. Und da müssen wir gucken, dass wir mit dem Meisterschützen noch den Fernkampfbasiswert auf 9 bringen. Intuition, Fingerfertigkeit und Körperkraft durch 5. Also so 2 Punkte Körperkraft dürften ihr nicht schaden. So. Jetzt heißt es erstmal hier noch in Ruhe plündern. Irgendwo hier oben müsste ja auch noch der Ogre-Anführer rumliegen. Salbenfett ist aber etwas, was ich nicht verkaufen möchte. Und ja, die Gobbos sind alle schon despawned, leider. So, das heißt, wir machen uns mal die Truhe hier zu schaffen. Gucken, was da drin ist. Okay, die Goblins haben, oder die Ogre haben hier sehr viel Geld gehortet. Das bin ich. Oh, und sehr viele schöne Sachen. Da unten ist ja auch noch eine Truhe. 2 Truhen sogar. Und ja, mit Ankoron haben wir jetzt, glaube ich, den letzten NPC für unsere Abenteurergruppe gefunden. Vorschenkel sind alchemistische Zutat, die behalten wir dann also. Schlagen wir die 3 Fässer ein hier. Alles klar. Okay. So, letzte Truhe.
noch mehr Blattgold und so. Okay. Das heißt, wir sind hier im Lager fertig. Bald haben wir hier wieder alles unter Kontrolle. Von dieser Schlacht werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Auf euch! Ja, gut zu wissen. Okay, wir könnten jetzt nach Talon zurück. Werde ich vielleicht noch kurz machen. Um mal zu gucken, ob der Bürgermeister wirklich noch was für mich hat. Und um zu gucken, ob die Goblins noch mal respawnen. Aber eigentlich dadurch, dass wir jetzt die Ogre ausgelöscht haben, haben wir auch die Goblins hier in der Gegend ausgelöscht. Ich laufe gerade falsch. Und da drüben ist der Goblin-Spawn. Und ja, dann können wir uns auf den Weg weiter zum Brennzeilen machen, endlich. Oh, es spawnen noch einmal Goblins hier. Bei Angroschs Bart. Ja. Bartia. Zeritus. Zeritus. Astus. So, ein Goblin und die Schamane tot. Meint ihr? Na klar. Dezeption. Mein Atem wird rot. So. Oh, Giftzähne. So, Nüsse sind Giftzähne sehr wichtig. Okay, alles gut soweit. Ja. Heilung brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Weil bis wir Talon waren und dann wieder zurückgelatscht sind, sollten wir einigermaßen geheilt sein. Thank you.
Ja, der Hauptmann steht jetzt auch hier auf dem am Wirtshaus. Mit dem Schwert in der Hand. Ihr seid mir aus dem rechten Holz. Der Oger und sein jämmerliches Goblin-Gezücht werden Talon nicht länger bedrohen. Wie kann ich euch helfen?